Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge zu C3 hier wieder mal. Und wir sind heute mal wieder unterwegs mit dem Metronom. Und zwar das Ganze beginnt in Unterlüß, ja, also Strecke Uelzen-Göttingen ist das Ganze, ME82817. Unterlüß nach, ich weiß gar nicht, wonach das geht, warte mal, da gucke ich gerade mal spontan mal nach, spontan bei 3, zwar nach Celle, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das Ganze schon mal, aber wir wollen ja das Fahrgastinformationssystem mehr benutzen und wollen das Ganze ja mit dem Buchfahrplan und alles sowas. Deswegen seht ihr, es ist alles schon wieder eingeschaltet, obwohl das eine haut hier gerade nicht so ganz hin. Warum nicht? Nicht das Fenster, sondern das Fenster hier ist irgendwie nicht richtig. Deswegen wollen wir das Ganze mal nochmal umstellen. So, wo waren denn das? Eigenschaften, genau. Das Witzige ist, es ist sogar alles richtig ausgewählt, aber irgendwie zeigt er es nicht richtig an. Ach, Leute, Leute, Leute. Wenn einfach mal alles funktionieren soll. So. So, jetzt haben wir es. Wenn einfach mal alles funktionieren sollte, so wie es sein soll, ja, dann wäre das alles immer kein Problem. So, ich mache das mal ein bisschen größer. Ne? Da, wir haben ja ein bisschen Platz hier, von daher passt das. Wir müssen es halt immer wieder neu machen, immer wieder neu ausrichten. So, als erstes Fahrzeugführer-ID. So haben wir. Jetzt geben wir die Nummer ein. 82817. So, das können wir hier oben auch schon machen. So, 82817, Enter, Enter, bestätigen, bestätigen. So, und damit haben wir das Ganze hier soweit fertig. Jetzt habt ihr alles, das, was ich jetzt hier habe. So, wir haben 12 Sekunden Verspätung. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir hauen jetzt hier da Pause raus. Und ja, von daher sind wir eigentlich startklar. Und los geht's. Zugbeeinflussung. Mit 60 dürfen wir weiter. Mach mal den Ton ein bisschen leiser. So, sollte vielleicht jetzt ein bisschen besser passen. Ja, erstmal vielen Dank für all eure Kommentare übrigens. Also, ich lese mir ja nun wirklich alles durch. Ich finde das großartig von euch, dass wir hier so eine tolle Community hier zusammenbasteln. Dass ihr hier auch Zusi-Fans seid und die ganzen Tipps natürlich, die ihr mir hier zu Zusi natürlich zukommen lasst. Also finde ich großartig. So Tipps, ja, wo man halt selbst nicht drauf kommt. Von daher werden wir mal gucken, dass wir das Ganze auch irgendwie mal später einfach alles umsetzen können. So, 72. 8. So, nächste Halt ist jetzt in Göttingen-Eschede. Seht ihr ja. Und das ist jetzt bei 81,7. Aber ich glaube, wir dürfen schon. Wunderschön. Steam-Meldung. Passt. Brauche ich jetzt auch. Guck mal hier, wir fahren 160. Wir sind uns ja ein bisschen sputen. Haben wir schon wieder eine Minute Verspätung hier. Und das ist natürlich hier unser Vehikel. Hatten wir schon mal. Der Metronom. Wir können noch mal ein bisschen mehr Speed hier geben. Da geht noch was, denke ich mal. 116.
das ist die LZB. SIFA. Ja, warum haben wir jetzt ein bisschen den VMAX jetzt angekratzt jetzt? Schöne Sache. Ja, wie gesagt, es kommen halt immer wieder neue Fragen, die ich natürlich immer versuche gerne zu beantworten und alles sowas. Ne? Also es gibt, weil ich die Frage jetzt immer wieder öfter höre, es gibt definitiv Aufgaben, die über eine Stunde lang sind auch. Das sind zum Beispiel so die S-Bahn-Aufträge oder sowas. Ja, da bist du dann halt über eine Stunde mal unterwegs. Werden wir uns eventuell auch mal anschauen. Ich weiß noch nicht, ob wir denn die Folgen eventuell dann teilen werden. Ob wir so halbe Stunde Parts machen dann oder sowas. Oder ob wir die denn zusammenhängend machen. Weil ich finde, persönlich zusammenhängend ist wahrscheinlich ein bisschen sehr lang. Also wenn du das Ganze so am Stück jetzt so dir anschauen musst. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch jetzt ist, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das zukünftig so handhaben wollt. Ja, also es gibt definitiv längere Aufgaben. Ich suche mir persönlich jetzt halt immer nur kurze Aufgaben raus. Also was heißt kurz, immer so eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ja. Und wir haben unser Minus raus. Wundervoll. Unsere Verspätung ist weg. Nee, auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir diese Stundenaufträge eventuell im Livestream. Na, das wäre da vielleicht auch keine schlechte Idee. Wenn wir das dann so im Livestream dann machen. Da kann ich mich dann nicht irgendwie rausreden oder sowas. Und müssen wir mal schauen. So, 63.0. Nächste Station ist Eschede. Oh nein! Oh Gottes Willen. Oh nein! Voll vorbeigeschossen. Oh Gottes Willen. Naja. Wir stehen zwar hinter dem Signal, ich glaube, normal, also richtig ist es natürlich nicht, ja. Die Fahrgäste steigen ein. Wir haben den Plan nicht ganz verpasst. Gott sei Dank ist es so gerade vor unserer Nase und auch grün geworden. Sonst wäre es jetzt richtig. Tja, da sind wir ein bisschen zu schnell gewesen. Ein bisschen zu schnell. Ach Mann, no. Die Simulation verzeiht ja echt gar nichts hier. Das liebe ich einfach darin. Stehen mitten auf einer Weiche, ja, also. Und das war jetzt wirklich scharf abgebremst. Scharf abgebremst. Also wenn wir jetzt hier nicht mega kriegen am Ende mit der Auswertung. So, jetzt ist wieder das hier, dieses schöne Spiel. Und weiter geht's. Ich habe irgendwo gehört in dem Video, 40 bis 60 Kilonewton sollen wohl vollkommen normal sein, vollkommen in Ordnung sein zum Anfahren. Cool, testen wir das heute mal. Also auf jeden Fall kommen wir deutlich schneller voran. So, nächster Halt wäre jetzt die Zelle. Ihr habt doch gehört, ne? Mit Ansagesystem. Hey!
Also das funktioniert. Susi ist großartig, ja, um das hier nochmal zu betonen. Der Transomalade kann einpacken. Ich habe schon überlegt, ob ich den Transomalade einfach jetzt auf eine Platte haue. Ich habe, seitdem ich jetzt hier so nur noch mit Susi jetzt beschäftigt bin, keinen Bock mehr auf den Transomalade, ja. Auf jeden Fall gibt es noch ein Programm, ein extra Programm, die man sich hier noch runterladen kann für den Susi. Man findet da im Forum, also die haben genauso ein Forum wie jetzt jedes andere auch, Omsi, Lotus und sowas, ja. Gibt es auch ein Susi-Forum, da gibt es dann auch irgendwelche nützlichen Tools, die man runterladen kann. Da hat meint jemand, wie sonst das Susi-Meta, glaube ich, war das Ganze anschauen. Ich habe es jetzt noch nicht dran, noch nicht installiert. Aber ich denke mal, das könnte ganz nützlich sein, weil das nämlich diese Problematik mit diesen mit der Türsteuerung halt irgendwie ein bisschen löst. Weil so sehe ich jetzt nicht, ist die Tür jetzt richtig geschlossen oder ist hier, oder zeigt der jetzt in der falschen Richtung oder. Das hast du dementsprechend dann nicht mehr, ne? Siehst du denn halt bei den Susi-Meter, das ist dann nochmal so ein extra Fenster, was sich da öffnet. Den müssen wir definitiv schon früher in die Bremsung gehen hier. Hat jetzt eigentlich so einen Kilometer angesetzt, aber ein Kilometer ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu knapp, denn ja, läuft doch wunderbar hier mit unserem Susi. Habe ja wirklich gedacht, es bleibt wieder so bei ein, zwei Videos. Mittlerweile, ja, haben wir schon eine zweistellige Zahl erreicht mit Susi-Videos. Finde ich großartig. Also, man lernt auch immer dazu. Und irgendwie, muss ich jetzt sagen, so langsam nimmt mir das jetzt auch immer so ein bisschen die Panik von Susi. Weißt du, wo ich damals schon nur an Susi gedacht habe, hatte ich schon Schweißperlen auf der Stirn. Weiß gar nicht warum, ja. Wir sind eine Memme, so weißt du. Ja, auf jeden Fall, das ist vorbei. Das ist vorbei. So, Zelle ist schon im Display aufgetaucht. Wundervoll. Unser Endhaltepunkt für die heutige Folge. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gemacht. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe den Motor abgeschaltet, oder? Das wird nicht gut. Das endet doch nicht gut. Ich bin irgendwie bei der Siefer-Taste von der Leertaste abgekommen und hab eine andere Taste mehr. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja. Zugbeeinflussung. Tja, das verlief natürlich nicht so, wie es sein sollte. Ja, jetzt ist uns natürlich hier alles abgestorben hier. Ich hab einfach alles abgeschaltet hier gerade. Hörst du gar nicht? Ich hab alles tot gemacht hier. Was ist denn da los? Ich bin wahrscheinlich auf die Taste B oder N gekommen. Die hat einfach gerade das komplette Chaos jetzt hier verursacht. Display ging auf einmal aus, war weg. Aber wir haben bloß eine Minute Verspätung. Aber es war einfach alles tot. Die Maschine lief auch nicht mehr. Absolutes Blackout. Das war nicht so schön. Und wahrscheinlich werden wir die Zwangsbremse gerade bekommen haben, weil wir, es war wohl irgendwo 120 gewesen. Da ist ja dieses Auflösungszeichen da und er ist ja gerade kurz umgesprungen, bevor wir da weiterfahren wollten, von 120 auf 160 wieder hoch. Also irgendwo gab es da was. Dadurch, dass ich mich gerade mit diesen Monitoren beschäftigt hatte, habe ich natürlich auf nichts anderes mehr geachtet. So wie es sein soll, ne? So, jetzt wollen wir natürlich versuchen, auch unsere Verspätung jetzt nicht allzu weit jetzt hier. Ach, so ein Mist, wirklich. Hier musst du echt aufpassen mit der Siefertaste. Bei, was ist es? 44. So, die LZB ist weg. Sifa. Sifa. Zugbeeinflussung. Nächste Station ist Celle. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. So, warum blinkt das da unten jetzt so?
habe ich auch noch nie gesehen. Es ist hier ganz komisch. Ich muss hier einfach alles gerade zerstört haben. So, damit sollten wir angekommen sein. Tja, ja. Also wir haben zwar Verspätung, aber das hält sich noch im Rahmen dafür, dass wir einen kompletten Systemausfall hatten, da einfach nichts mehr lief. Zwangsbremse kassiert hatten. Eieiei. Oh, warte mal. Ich habe hier irgendwie falsche Taste gerade aktiviert gehabt. Mein Gott, ich hab's halt bei den Tasten hier in Susi. Gerade den Autopiloten angehabt. So soll es ja auch nicht sein. Hat er gerade rechts gesagt oder links? Übrigens, die Stimme ist bekannt, oder? Die Stimme? Wer schon viel Omsi gespielt hat, der wird die Stimme wiedererkannt haben. Die reizende Stimme von Mozart. So, das ist klar. Denn Türe zu. Ich habe irgendwie Dings umgestellt. Schon wieder von den Tasten abgerutscht hier. Ich muss mir meinen Raildriver wieder anstöpseln hier wahrscheinlich. Ich denke mal, das könnte damit richtig cool sein. Drei Minuten Verspätung. Bei 37.0 ist Ende im Gelände. Und das habt ihr zum Beispiel auch gesagt. Das soll ich nicht machen. Gleich auf den Nullschalter ballern. ICE-Kollege entgegen. Willkommen, willkommen. Ich will nach vorne rauskommen. Ach, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So, und damit endet dann auch die Folge für heute. Ja, tut mir leid. Aber auch solche Ausfälle passieren immer noch bei mir in den Aufnahmen. Ne? Ich bin ja nun auch kein Meister. Ja, einfach mal abgerutscht und schon siehst du absolutes Blackout. Ja. Ich würde jetzt aber gerne noch die Auswertung anschauen wollen. Um zu gucken, wie der Fahrstil ist. Also der wird jetzt schlecht sein wahrscheinlich.
Wegen der Zwangsbremsung. Sifa. So, 50% angeblich, ja, weil ich einmal auf die Autopilot-Taste raufgekommen bin, ja. Ich habe die Türfreigabe vergessen. Ach, come on, das ist, glaube ich dir jetzt nicht, wirklich. So, wir haben aber 0% Abzug vom VMAX und eine Verspätung, Durchschnitt, wir haben eine Minute Verspätung im Durchschnitt und 3 Minuten maximal gehabt. Und 2-mal schlechter Fahrstil. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich die Zwangsbremse gewesen sein. Ach, Mann, oh, naja. Gut, Leute, aber damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Ihr seht, es kann nächstes Mal nur besser werden bei uns in Susi. Aber ich hoffe dennoch, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Like, da freue ich mich drüber. Und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part wiedersehen. Und dann könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, ob wir nicht Susi auch mal im Livestream dann zukünftig hier sehen wollen, statt immer nur Omsi, vielleicht auch mal Susi. Denn, ja, Daumen nach oben. Je mehr Daumen nach oben sind, desto mehr weiß ich, alles klar, ihr wollt Susi im Livestream. Damit verabschiede ich mich, ihr Lieben, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.